20.15 Uhr in Sat 1. Uns ist ziemlich platt. Ne? Aber das Rosen kann sowas auch sein. Das müssen wir auf jeden Fall anderen beim Kribbeln machen, wahrscheinlich. Ne? 220 Euro für einen gesunden Hund, abgezockt vom Tierarzt. Border Collie Curly Sue ist kerngesund, trotzdem wird bei Frauchen eiskalt abkassiert. Außerdem 2 Ferienhotels, gleicher Preis. Türkei gegen Spanien, wo gibt's denn mehr fürs Geld? Alles ein bisschen Olla, nicht so edel und Luxus, wie ihr es habt. Der große Urlaubschecker Mittelmeer. Hier ist das Sat.1 Magazin. Guten Abend. Wir Deutschen lieben unsere Haustiere. Jeder dritte kuschelt zu Hause mit einem. Ich habe 2 Katzen. Das Problem ist, wir Tierliebhaber sind gutgläubig, bezahlen jedes Medikament und jede Behandlung. Hauptsache, dem lieben Tierchen geht's bald wieder besser. Wie dreist sie beim Tierarzt betrogen werden, das haben unsere Reporter aufgedeckt. Das ist ziemlich blass auch, ne? In dem Fall würde ich auch ganz dringend dazu raten, dass man einen Borreliose-Test macht. Und dazu müssten wir auf jeden Fall einmal beim Kribbeln machen, wahrscheinlich. Ne? Arthrose kann sowas auch sein. Ne? Es grenzt schon fast an Tierquälerei, was Hundedame Curly Sue in dieser Tierarztpraxis erleben muss. 2 Stunden wird sie von diesem Arzt völlig sinnlos untersucht, nur dass zum Schluss die Kasse ordentlich klingelt. Beim Tierarzt falsch behandelt und zu viel gezahlt, so mancher Tierliebhaber kann ein Lied davon singen. Ich wollte eigentlich nur eine normale Hauptuntersuchung haben, von wegen von einer Grippe oder sonst dergleichen hat. Und ja, dafür, dass sie mal kurz irgendwie den Bauch getatscht hat, über den Rücken gestreichelt ist, durfte 47 Euro in Blättern. Aber wir müssen kastrieren. Mhm. Dann habe ich da gestanden, ich will aber keine kastrierte Hündin. Und da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Das war dann auch, also allein die Untersuchung mit Blut und allem, hat mich dann auch mal ganz schnell 250 Euro gekostet. Klar denkt man ab und zu mal, die sind ein bisschen teuer oder auch nicht, aber kommt halt auch drauf an, was sie da leisten. Und ich bin ja nun Laie und kann das nicht so einschätzen. Ne? Wird man beim Tierarzt wirklich immer über den Tisch gezogen? Wir machen den Test. Nadja Kopp ist Hundetrainerin und ihr Border Collie ist eigentlich kerngesund. Das bestätigt uns auch unser Tierexperte Dr. Peter Rosin. Hier ist erstmal zunächst keine Schmerzhaftigkeit auszumachen. An den Kreuzdarmbeingelenken und Übergang der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein auch nicht. Man sieht ja auch keine Lahmheit daraus resultierend und auch sonst keine Auffälligkeit. Für unseren Test behaupten wir, dass Curly Sue in unregelmäßigen Abständen lahmt. Und dann macht sich die Hundebesitzerin mit unserer Reporterin auf den Weg in die erste Praxis. Patientin, ja. Das ist die Heulen. Genau. Jawohl. Bei ihr ist es so, dass sie so hin und wieder vorne humpelt. Also wenn wir spazieren waren. Und dann ruht sie sich aus und dann humpelt sie. Aber eben manchmal rechts vorne, manchmal vorne links. Die Tierärztin untersucht Curly Sue gründlich und entdeckt auch ein Problem am vorderen linken Bein. Ich würde ihr gern was geben, was das Gelenk in sich stabilisiert. Kein Schmerzmittel. 51 Euro für Medizin und Untersuchung werden uns dafür in Rechnung gestellt. Kosten, die Tierliebhaber scheinbar anstandslos bezahlen. Letztendlich hat sie uns gut beraten und hat uns aber trotzdem viel Geld abgezogen. Wir stellen die Ärztin zur Rede. Wir drehen heute einen Test über Tierarztabzocke. Und deswegen waren wir ganz positiv überrascht, dass Sie ja vom Prinzip her nicht abgezockt haben. Trotzdem haben sie uns ein Mittel für 31 Euro aufgeschwatzt. Ja, weil wir versuchen wollen, ohne Röntgenaufnahmen und sonstige weiteren Untersuchungen erstmal das Gelenk zu stabilisieren. Und ich wollte auch bewusst keine Schmerzmittel geben, die ja wieder belastend sein können auf Magen-Darm-Apparat. Tierarztpraxis Test Nummer 2. Wird man uns hier das Geld aus der Tasche ziehen? Nach einer kurzen Untersuchung steht fest, Hundedame Curly Sue soll die nächsten Tage unbedingt Medikamente schlucken. Und wenn man sie jetzt einfach nur noch ein bisschen schont und erstmal nichts macht? Ich würde schon was machen, weil sonst kann es wirklich komisch werden. Dann bin ich ehrlich. Mhm. Dann sind meistens, geht es dann los mit Spritzen ins Gelenk. Allein das muss man erstmal dreimal machen, bis man halt wirklich eine Wirksamkeit sehen kann. Das muss man teilweise wiederholen und wenn es gar nicht funktioniert, muss man so operieren.
Ein kleines Wehwehchen wird hier zur ganz großen Sache erklärt. Die Hundebesitzerin ist entsetzt. Ja, es wurde jetzt auch von einer Operation gesprochen und jetzt mache ich mir natürlich schon ein bisschen Sorgen, dass mein Hund, der eigentlich nichts hat, vielleicht operiert werden muss, was natürlich dann auch wieder sehr teuer wäre. Aber im Gegensatz dazu haben wir natürlich jetzt bei dieser Behandlung nur etwas über 20 Euro bezahlt, im Gegensatz zu der anderen Praxis, wo es über 50 Euro war. Also das sind jetzt schon extreme Unterschiede, wo ich jetzt langsam auch gar nicht mehr weiß, wo ich dran bin. 23,20 Euro bezahlen wir vorerst. Falls die Schmerzen nicht besser werden und dann würden Operationskosten von mehreren hundert Euro auf uns zukommen. Es ist schon so, wie ich das alles gesagt habe und es ist halt so, dass das so fortschreiten kann unter Umständen. Es muss nicht, aber gerade wenn man eben doch, ja, wenn es jetzt zum Beispiel schon zwei Wochen geht, dann kann es eben sein, dass man mit Schmerzmitteln und Schonung eben nicht unbedingt weiterkommt. Zwei unterschiedliche Preise und Behandlungsmaßnahmen haben wir also schon. Doch das ist alles harmlos zu dem, was uns in der dritten Tierarztpraxis erwartet. Wieder erzählen wir unser Problem, dass der Hund ab und zu lahmt. Und dann beginnt der Untersuchungsmarathon. Das müssen wir auf jeden Fall einmal mit dem Bild machen wahrscheinlich, ne? Mir wäre es nur ganz lieb, wenn Sie mir vielleicht immer mal sagen, was es irgendwie so kostet, damit ich das so, ja. Ja, also jetzt nur fürs Röntgenbild und für die Untersuchung der Lahmheit sind wir ohne Medikamente bei 75 Euro. Mhm. Und dann kommen meistens halt eben noch Medikamente dazu, ne, die dazu kommen müssen, damit man halt eben das Tier erstmal schmerzfrei bekommt. Und ganz wichtig wäre halt eben da auch nochmal abzuklären, ob nicht noch was anderes dran steckt mit einem Blutbild. Ne? Seit 10 Minuten sind wir jetzt schon im Behandlungszimmer. Das angeblich lahmende Bein hat der Arzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal angeschaut. So, bevor wir uns zum Wesentlichen widmen, müssen wir nur gucken, dass alles andere in Ordnung ist. Ne? Guck mal. Ist doof, ne? Jetzt auch noch fiebern müssen. Gehört das mit dazu zu so einer Untersuchung, wenn man also. Obwohl wir ja jetzt wegen dem Bein kommen. Wir müssen ja gucken, dass alles andere in Ordnung ist. Und sie ist ziemlich blass auch. Ne? Sieht man immer in den Augen, die sind nämlich ganz, ganz hellrosa. Sehen Sie mit? Mhm. Was bedeutet das? Dass da wahrscheinlich auch mit dem Blut ein bisschen was im Argus oder Herz-Kreislauf-mäßig. Ne? Das kann gut sein, dass Sie da auch eine Infektion haben. Röntgen, Blutabnahme und neues Futter, so die ersten Empfehlungen des Arztes. Wir zeigen diese Behandlungsbilder Dr. Peter Rosin. Der Experte ist schockiert über die Arbeitsweise dieses Kollegen. Er untersucht gerade einen anderen Hund, als ich ihn untersucht hatte, sozusagen. Also die Schleimhäute waren vollkommen schön. Wir haben sie ja untersucht. Auch anderen Kollegen, die am gleichen Tag den Hund untersucht haben, fiel diese Blässe, wie er sie bezeichnet hat, nicht auf. Die Auffälligkeiten, die er nennt, sind bisher wirklich nur ihm aufgefallen, anderen nicht. So viel können wir erstmal nur sagen. Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht. Und spannend geht's weiter mit der Präsentation der Laborergebnisse. So, wir haben erstmal die Blutergebnisse. Ja. Was wir hier sehen, alles was rot ist, ist nicht gut. Ne? Und da ist jede Menge rot. Das heißt also, wir haben einen Verbrauch von weißen Blutkörperchen. Wir haben das, was ich auch gerade gesagt habe, dass sie sehr blass ist. Ganz viel Flüssigkeit, ganz wenig Blutzellen. Das Gleiche gilt halt eben auch für das Hämoglobin, also die roten Blutkörperchen. Komisch, vor 8 Stunden war mit der Hündin noch alles in Ordnung. Die beiden Ergebnisse der Blutuntersuchung, keine 24 Stunden voneinander unterschiedlich sozusagen, zeigen eigentlich ganz, ganz andere Patienten und das ist unüblich, das kann so nicht passieren. Heute Morgen war der 5 Jahre alte Hund noch gesund und jetzt ist er also krank. Und auch für die angebliche Lahmheit hat der Arzt eine ziemlich kostspielige Diagnose gefunden. Curly Sue soll Arthrose haben, eine schlimme Krankheit an den Gelenken. Also das wird immer schlimmer, wenn man es unbehandelt lässt. Ja. Weil das Problem einfach besteht, der Knorpel löst sich immer weiter ab, die Gelenke reiben irgendwann aufeinander und das tut dann richtig weh. Nach 3 Stunden verlassen wir die Praxis und sind über 220 Euro los. Ja, wir hatten jetzt einen ganzen Untersuchungsmarathon hinter uns. Mein Hund ist jetzt schwer krank, obwohl wir uns das nur ausgedacht haben, dass sie eben humpelt. Letztendlich hat sie jetzt Arthrose, wurde geröntgt, hat literweise Blut abgenommen bekommen, wird auf Borreliose getestet, hat ein ganzes Blutbild jetzt angefertigt und wir sind jetzt letztendlich 220 Euro losgeworden für, ja, einen gesunden Hund.
Zu einer Stellungnahme schickt der behandelnde Arzt leider nur seine Kollegin vor. Wir waren bei anderen Ärzten und haben 23 Euro bezahlt, haben eine Schmerztablette bekommen und bei Ihnen gehen wir hier mit einer Rechnung von 220 Euro raus. Das ist also schon ein bisschen komisch. Egal bei was wir tun, egal was wir tun, wir müssen uns immer an die Gebührenordnung für Tierärzte halten, das tun wir auch. Das ist auch auf der Rechnung genauso ausgewiesen, wie es gemacht werden muss. Aber mehr zu der einzelnen Behandlung kann ich nichts sagen, wenn ich nicht dabei war. Das tut mir ganz doll leid. Nur unser Experte Dr. Rosin kann die Tierbesitzerin beruhigen. Und er versichert uns noch einmal, dass Curly Sue weder Arthrose noch irgendeine andere Krankheit hat, sondern kerngesund ist.